Es gibt eine ganz reale Gefahr, in der wir uns als Christen befinden. Nämlich, dass wir auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen kämpfen. Ich meine damit, dass wir uns mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die gar nicht das Entscheidende sind, worum es wirklich geht in unserem Weg und unserem Leben mit dem Herrn. Schau, in der Bibel, in den Evangelien und der Apostelgeschichte ist uns durch Jesus glasklar in den Missionsbefehlen gesagt worden, was er möchte, dass wir tun. Er hat den Jüngern gesagt, was er möchte, dass seine Nachfolger tun. Das gilt auch für dich und mich. Das ist klipp und klar gesagt. Aber viele, viele von uns kümmern sich um irgendwas, irgendwelche Dinge, gute Dinge, aber eben nicht das. Wir sind auf Nebenschauplätzen unterwegs. Da gibt es theologische Streitigkeiten über irgendwelche Nebensächlichkeiten, irgendwelche Details, wo man das dann so aufbläht. Aber es entspricht jetzt nicht dem Gesamtzeugnis der Schrift. Wir müssen schauen, was ist denn wirklich unsere Aufgabe? Dem Feind ist es ein Liebes, wenn es ihm gelingt, uns in irgendwas reinzubringen. Was du tust und was du nicht tust und was du darfst und was du nicht darfst und wie dich zu benehmen hast und was du anzuziehen hast und so weiter und so weiter. Irgendwas. Verhaltenskodex. Und weißt du was? Das ist eine Nebensächlichkeit. Es ist eine völlige Bagatelle, auch angesichts der Ewigkeit. Jesus sagt uns, was wir zu tun haben und welchen Weg wir zu gehen haben. Und das ist unmissverständlich. Das müssen wir umsetzen. Ich möchte es mal etwas pointiert bringen. Weißt du, man könnte sich darüber die Köpfe einschlagen, ob Adam einen Bauchnabel hatte oder nicht. Ist natürlich pointiert. Ist natürlich ein bisschen überzogen. Aber es gibt Leute, die zanken sich über irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und wer nicht ihrer Meinung ist, der wird sofort verdammt. Und das ist wirklich nicht gut. Jesus will von uns, dass wir den Missionsbefehl umsetzen. Wir sollen das tun, was er sagt. Und das, was dort drin steht, können wir tun, sonst hätte er es uns nicht gegeben. Wenn da drin steht, heilt die Kranken, ist es möglich. Wenn er sagt, treibt die Dämonen aus, ist es möglich. Wenn er sagt, weckt die Toten auf, es ist möglich. Und es ist nicht an irgendwelche besonderen Qualifikationen gebunden, sondern es gilt für dich und für mich. Das ist das, was wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch das ist, wovon er von uns Rechenschaft will. Er will nicht über irgendwelche Spitzfindigkeiten, ob du das so oder anders geglaubt hast, von dir Rechenschaft haben. Aber er will wissen, ob du seinen Befehlen gefolgt bist. Das sind Befehle, keine Empfehlungen, Vorschläge, Ideen. Es ist der Missionsbefehl. Das haben du und ich zu tun. Ich möchte jemand sein, der das, was dort drin steht, wirklich nimmt und umsetzt und darin vorwärts geht und der sagt, ich will das als wirklichen Fokus im Blick haben. Ich will mich danach ausstrecken. Ich will mich nicht auf irgendwelche Spitzfindigkeiten und Kleinigkeiten und theologische Haarspaltereien einlassen, die es überall gibt. Und ständig versuchen Leute, uns mit irgendwelchen solchen Themen auch in irgendwelche Diskussionen zu führen. Nein, interessiert mich nicht. Mir ist viel wichtiger, wirklich hinter dem Herrn her zu sein und was er uns als Auftrag gegeben hat. Und vielleicht ist das etwas, was für dich gilt, wo du überlegst, wo musst du dich ein bisschen mehr in die Linie des Herrn bringen? Wo musst du dich in Übereinstimmung bringen mit dem, was er sagt? Wo musst du vielleicht von irgendwelchen Nebenschauplätzen dich wieder in den eigentlichen Kampf begeben, den eigentlichen Kampf des Reiches Gottes, wo es darum geht, Menschen zu retten, das Reich Gottes auszubreiten und wirklich, wirklich im Glauben vorwärts zu gehen und Licht und Salz zu sein. Ich glaube, wenn wir da fokussierter sind, wenn wir da klarer sind, wenn wir aufhören, uns um irgendwelche Nebensächlichkeiten zu kümmern, dass wir dann erleben werden, Gott hat mir.